das? Einen wunderschönen guten Abend. Hallo Kitty, hallo Kulis und hallo anwesende Dextrahid und Otter. Hallo. Hallo. Ich hoffe, uns Ab, allen ab. geht es gut. Ich muss noch hin und wieder husten. Ich versuche mich jedes Mal zu stummen. Ich hoffe, ich schaffe es auch. Von daher schauen wir mal, wie lange wir heute kommen. Heute spielen wir eine Runde Dämonologist Demo. Quasi ein Dämonologist. Aus hier. Quack, quack. Mag. Moment. Nimm deine Haare aus meinem Gesicht. Hundedrahit. ja, wir haben gerade noch den Customized Character Teil gefunden. Deswegen haben wir noch mal 2 Minuten länger gebraucht, um die Lobby neu zu erstellen. Huste solidarisch mit, dabei habe ich gar keinen Husten. Und das ist nett. So, ich glaube, das war gerade der Otter, der sich bewegt, oder? Wir Nee. bewegen uns alle. Ja, die Frage Ich bin ist. das gut Aussehende. Die Frage ist, wer von. Also, ich habe eine Brille. Ich nicht. Ich bin auch Customized Characters. Ihr zwei habt Brillen auf. Genau, Machst ich du habe gut auch eine gemacht, Brille. Text. Du hast eine Brille Dex und ich habe eine Brille Dex. Okay, dann weiß ich jetzt schon mal, welcher rechter Charakter von mir Dex ist. Ich bin der Typ im. Da kann man mich nicht sehen. Im Streamer-Outfit. Aber Dex hatte wohl Ah, eine du hast nicht mal Ellenbogen. Schuhe. Richtig, warum sollte ich denn welche haben? Ich habe Socken. Ich habe immerhin Sandalen. Ich habe Socken, ich hab eine Shorts und ich habe ein Suit-Jacket. Also obenrum bin ich top. Und ich sehe aus, als ob ich dir ein Tütchen verkaufen könnte. Eins? Hunderte. Von dir nehme ich eine. Und du siehst ein bisschen aus, als ob du die Tütchen, mir die Tütchen verkauft hättest. Ja, ein bisschen. Ich finde, wer Sonnenbrille beim Geisterjagen trägt, ist Snack. Ja, deswegen hat Dex ja auch eine Sonnenbrille und ich auch. Ja, genau. I wear my sunglasses at night. Oh je. Es ist nie zu dunkel, um cool zu sein. Ich habe so das dumpfe Gefühl, wir machen das mal wieder alleine. Yep. Okay, So wie sonst auch. Dann, die Lobby sieht etwas anders aus als bei Phasmophobia. Wer hätte das erwartet? Wir haben ja eine schöne abgeranzte Baracke. Aber Ich wir dachte, haben ich kann hier mal rumrennen. genau, wir haben eine Toilette mit eingelassenem Bad, glaube ich. Oder ist das einfach nur der Trick vom letzten Heiß. Mal? Badetag. Ich glaube, Da da steht kam jemand von Banshee einem im Festival. Bad. Da Also steht gruseligste. Banshee im Bad. Stimmt, so. Gruseligste bisher ist die Tapete, aber sonst. Dann komm mal mit. Wie habe ich ihn eben genannt? Herbie? Henry. Henry. Genau, da ist Henry. An der, was auch immer. Das ist das Haustier. Noch gruseliger genug? Das Haustier. Ich fände Diese es doof, Kakerlake wenn er da. dadurch im Das Dunkeln da. schlechter sehen würde. Ja, das stimmt, das ist Oh. nicht eingelassen. Das ist Nein, dreckig. nein, die Tapete gewinnt. Okay. Ansonsten gibt es noch zwei großartige Spiegeleier, die könnt ihr euch gerne teilen. Die habe ich jetzt extra für euch gemacht. Ich hatte nicht mehr Eier, deswegen. Satt hat er nicht mehr Eier. Ja. Wir finden das ein. Und was ich eben Drahit schon angekündigt habe, was ich rausgefunden habe, mit Space kommt man wie üblich zu der Mitteltafel von dem Spiel. Ich habe nur keine Ahnung, wie man davor nach rechts oder links kommt. Dafür muss man wohl wieder rausgehen und kann dann auf der jeweiligen Tafel einfach E drücken. Das ist so, wow. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal die Missionskarten. Irre. Hey, man kann Wir haben rennen. nur eine Möglichkeit. Ja, Man kann aber rennt lange doch wieder rennen. genauso schnell wie bei Phasmo, aber es sieht besser aus. Das ist richtig, aber er lenkt schneller rennen. Länger schnell. Aber er hat mehr Aber. Ausdauer, das stimmt. Ja. Man kommt Aber. fast einmal durch den kompletten Raum. Das heißt, du kannst länger schreien, bevor du stirbst. Verstehe ich. Quotsat hatte nicht mehr Eier. Quotet. Also. Mit anderen Worten, typische Ja. Gamer-Kondition oder was? Ja. Nur mit dem Unterschied, dass der Energy Drink leer geworden ist und man schnell welchen aus dem Kühlschrank holen muss, deswegen sich länger beeilt. So, wir haben auch hier wieder verschiedenste Tools, zum Beispiel eine Spirit Box, ein UV-Light, ein Kruzifix,
Thermometers, ja, Leuchten, Fotokamera, ein Ecto-Glas. Weiß nicht, also der neue, diese neuen Modpacks für Phasmo sind echt cool. Ja. Mhm. Und man kann sein Real Estate aufwerten von altem Haus, wo wir drin sind, mit $9,000 in ein Pub. Oh, okay. Und das, für kleines Geld kannst du auch das Safe House hier mit diversen Dingen Jack. Aufrüsten. Coming soon. Mhm. Oh, da geht's noch weiter. Aha, aha. Und ich stelle jetzt doch mal auf Deutsch. Nein, Gameplay. Ah, man kann auch noch Zeug kaufen. Ein Sofa, ein Tisch, eine Katze. Ja. Katze. Katze. Mehr. Und Fußball. Der Fußball kostet also. Und ein Kühlschrank. Drei Fußbälle sind eine Katze. Hält dein Essen und dein Bier kalt. Eine Katze? Nein, der Kühlschrank. Die Fußbälle. Ach so. Fußball, es ist ein Ball. Ich stelle auf Deutsch, sehe, dass sie Interface mit Schnittstelle zurück übersetzt haben und stelle wir zurück auf Englisch. Das haben wir eben auch schon festgestellt. Ja. Schauen wir mal, wie das Gameplay ist. Genau. Kauf bloß nicht die Katze, sonst müsst ihr das immer wieder spielen und schauen, wie es Kitty geht. Ja, besser ist das. Kitty hat auch einen Namen. Kitty heißt C-U. Also S-I-Y-U. Mhm. Ein süßer, flauschiger Freund, der mit dir in deinem Unterschlupf leben wird. Aber wir haben doch Handy. Also CU ist quasi die Schwester von Xiaomi, oder? Mhm. Oh Mann. Und wir haben Außenwelt. Die ist ungefähr, ungefähr genauso lebendig wie in Assassin's Creed 1. Das regnet wenig. Da habe ich nie gespielt. Muss mir das so. Ich stelle dir einfach eine leblose Außenwelt vor mit NPCs, die nur ihren Wegen folgen, weil die CPU, also die Performance der Konsolen und Rechner damals nicht mehr hergaben. Vor. Ach, das ist nur Action, wenn man drauf guckt. Es ist nur Action, wenn man drauf springt, genau. Der war schmerzhaft. Okay. Wir haben volle Auswahl zwischen einer Karte und einer Karte. Ich würde jetzt einfach mal auf Beginnen drücken. Ich hätte die Karte bitte ganz gerne. Wir müssen, glaube ich, erstmal breit drücken, oder? Ja, die Schwierigkeitsmittel dürfen wir auch erst, wenn wir Level 5 sind, machen zum Beispiel. So. Jo. Abandoned House. Und da ist ein Kleid drin. Warum ist da ein Kleid drin? Oh. Du hast das Video nicht gesehen, das Trailer-Video, oder? Nein. Aber warum warst du kurzzeitig nackt? Das, warum warst du kurzzeitig? Wer von euch ist immer noch nackt? Warum dreh ich jetzt das? Ich habe schon alles von dir gesehen, danke. Das kenne ich aus anderen Spielen. Wenn man den Charakter customizen kann, dann sind beim Spielstart alle nackt. Mhm. Bis die Klamotten nachrennen. Der Computer ist ja geil. Ein Wang. Und was ist das für eine Sprache? Enter. For. Print. Enter, for, print? Sieht aus wie... Kann man da zoomen? Naja. Irgendwas Totes wahrscheinlich. Kobold oder so. Nein, Kobold sieht anders aus. Müssen wir jetzt auch Geister programmieren? Also Fortran ist es auch nicht, dafür ist es zu lang. Ist es einfach nur C? Könnte sein. Vielleicht ist es Verilog oder so. Brainfuck ist es schon mal nicht. Nee. Nein, das wird auch nicht das Spiel. Was haben wir denn hier? Oh, und hier ist auch eine Folterbank. Werkbank. Ja. Was kann ich jetzt craften? Ich muss was craften. Und die Axt. Bau eine Schmelze. Ja, erstmal eine Schmelze bauen und dann eine Chemiestation. Genau. Kann mal jemanden, can someone go punch a tree? Wir brauchen Holz. Benutze deine Werkzeuge, um die Art des Geistes zu entwickeln. Öffne
dein Talent, J, um den Geist auszuwählen. Das Journal ist also dein Talent. Aha. Das heißt im Englischen Tablet, aber okay, sehr schön. Huch. Oh, da steht Tablet, ja. Ich bin nur vollblind. Ach, guck mal, es gibt ein Ikis, ein Revenant, ein Diogen, ein Poltergeist, ein Gash, ein Djinn, Chait, Hantu, Onryu, Wrath, Onni, ja, ne? Maiding, Taye, Goryo, Raiju, Demon, Mare, Yokai, Nama, Gui, Namaste, Abaddon, Buge, Guipo und Yurai. Okay, ein paar kommen mir sehr bekannt vor, ein paar kenne ich nicht. Ja, und ich bin mir sicher, der vorletzte sollte eigentlich Guido heißen. Nee, Guipo. Guido hat euch mit? Ja. Mhm. Schon mal bei den Evidences, das ist auch schön. Mhm. Das ist auch völlig unbekannt. Also ich kann mir das gar nicht erklären. Diogen, Sie sind dafür bekannt, dass Sie an einem nichts anderen interessiert sind als der Beute, die Sie im Visier haben. Stärken, Sie werden viel aggressiver sein, wenn Sie Ihr gewähltes Ziel jagen. Schwächer, weniger aggressiv, wenn Sie Ihre Beute nicht in der Nähe haben. Okay. Gut, der Poltergeist schmeißt viele Dinge auf einmal. Wer hätte das erwartet? Once you are confirmed your ghost select, you cannot undo this. Was ist das denn für eine Scheiße? Hab ich auch gerade gelesen. Der Guido, wir haben keine Daten. Dex, komm mal her, lass dich pritzeln. Boogie, keine bitte? Daten. Ah, komisch. All die Daten, die Sachen, die ich... Ah, nee, doch, den Jagash und den Ibis. Kannst dich in dem Spiel nicht bücken. Das ist ein komisches Spiel. Du startest auch nackt, da willst du dich nicht bücken. Ja, wir haben auch keinen Knast, das ist auch gut so. Ja, wir haben auch keine Seife. Aber Drayet hatte vorhin hier Someone Punch a Tree gemacht, aber hier dieses Symbol, was angezeigt wird, wenn man auf die Leinwand hovert, ist auch irgendwie mit Steinen, oder? Dreht das, was ich da gerade auf den Boden gestellt habe, bei euch auch? Ja, das dreht sich. Nein, das dreht. Das ist das, was habe ich da gemacht? Wie kannst du es nehmen? Mit E. Ah, jetzt habe ich es in der Hand. Okay. Ich weiß nicht, was es ist. Und ich wollte es mit, ja, das ist das, was ich genau. Und dann habe ich es gerade hingestellt und dann dreht das so lustig. Ah, ich kann das da kann ich auch nehmen. Und das kann ich ja da hinstellen. Das ist, also das ist die Leinwand mit Sicherheit, ne? Ja. Mal uns ein Bild! Geisterbuch Version 0.0 oder so. Mhm. Genau, das Comicbuch. Geist, male deine Gefühle. Oh, ich hab, wie heißt er? Henri. Ein Franzose? Na, die Kakerlake. Mhm. Pinochet, Kakerlake oder so, was auch immer Kakerlake auf Französisch heißt. Engländer. Keine Ahnung. Ja, das ist interessant. wenn ich laufe, läuft die Kakerlake auch. Na, wenn es Französisch wäre, dann hätte es ja drei Rückwärtsgänge. Vielleicht hat es ja drei Rückwärtsbeine. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo vorne ist bei der Kakerlake. Kaffar. Kaffar? Gesundheit. Okay. War das nicht der aus Aladdin? Das Jafar! Kaffar. Dank. 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 Ja, aber was mache ich damit? Also. Warte, ich leg's hier mal hin. Da. Ja. Kann ich mehr. Keine Ahnung, es ist ein Dings. Ja. Irgendjemand hat sich die. Ja. Entschuldigung, da liegt's. Ich wollte gucken, ob ich mehrere Dinge mitnehmen kann. Was kann ich hier an dem Ding machen? Das ist doch wohl die UV-Lampe. Ja, das Oha, du leuchtest. Hornolamp. Aber sowas von. Hä? Wie leuchten? Wo? Wow! Wie hast du das gemacht? Wir müssen jetzt nur noch rausfinden, wie die Dinger heißen. Ich hab die Hand genommen. Wo ist es denn? Was denn? Dex, verwirrt. Ach, du hast eine UV, das ist quasi die UV-Lampe, okay. Ja, ja. Und das hier steht übrigens, dass der Geist Brianna Hopkins heißt. Genau, und sie redet selbst mit dir, wenn jemand in der Nähe ist. Schieß ein solides Foto von dem Geist, sorge dafür, dass der Geist die Kerze auspustet. Finde den... Was? Finde welche Kerze? Menschen-Silhouette mit Ektoplasma-Glas.
Um das auf Englisch vorzulesen, find the sitting human silhouette using the ectoplasma glass. Es ist tatsächlich richtig übersetzt. Auch wenn es komisch klingt. Ich glaube, das ist das Ectoplasma-Glas. Ja. Use Ectoplasma-Glas. Meinst du? Boah. Naja, ich glaube, wir haben keine Wahl. Nee, ich meinte, Tete vielleicht gedacht, dass das deine lustige UV-Lampe, das Ectoplasma eingesperrt ist und deswegen leuchtet. Aber okay, wird schon irgendwie passen. Das ist eher der Fingerabdruckscanner, das übliche halt. Nur solide Fotos erlaubt, genau. Keine nicht soliden Fotos. Die Frage ist nur, haben wir ein Foto? Keine fluiden Fotos. Genau. Und erst recht keine Plasma-Fotos. Nee, nee. Richtig. Und erst recht keine Ektoplasma-Fotos. Ja, doch. Aber nur durch Ektoplasma-Glas. Mhm. So, ich habe die Kakerlake. Nimmt jemand die Staffelei und jemand den. Ich habe die Granate. Dingsbums da. Das Dreh- eine Staffelei mit. Und ich habe. Ah, das ist das Rededing. Gut, das Rededings macht natürlich nichts. Ja, dann nimm die Taschenlampe. Ja. Habe zwei Leuchten. Wo kann man. Gibt es noch irgendwo eine Taschenlampe? Nope. Wir hatten nur zwei Taschenlampen. Okay. Ich sehe, wir spielen Herausforderungsmodus. Gut. Nein, wir sind voll ausgerüstet. Okay, es gibt hier so ein draußen. Wow. Kannst du die Lava-Box noch mitnehmen? Oder Decks? Ich kann es versuchen. Irgendjemand, der zumindest reden kann? Ich habe keinen Platz dafür. Also im Inventar quasi. Naja. Warte mal, habt ihr alle auch zwei Gegenstände? Ich habe das Ding. Wie wechsle ich? Ah, ich habe die Lava-Box. Okay. Wie benutze ich sie? Keine Ahnung. Test 1, 2, 3. Wahrscheinlich musst du mit linker Maustaste sie an deinen Mund ziehen und dann mal gucken. Mit welcher Taste? Linker Maustaste ist es bei mir, das Ding aktivieren. Test 1, 2, 3. Hallo? Roger, Roger. Und du hast Push-to-Talk wahrscheinlich noch an, weil Einstellungen und so. Nö, ich kann jetzt einfach reden und dann habe ich oben einen Ausschlag. Stellen wir es mal zurück auf Englisch. Okay, du hast einen Ausschlag. Dann solltest du beim nächsten Mal, wenn wir zurück in der Hauptbasis sind, in die Wanne. Ich wollte gerade sagen, dann geh mal zum Arzt. Los, aber vielleicht habe ich das ja auch genau davon. Habt ihr euch die Wanne mal angeguckt? Nee, nein. Das kann die so nicht sein. Aber Sat, ich finde es trotzdem total toll, dass du direkt den Fire Alk mitgebracht hast. Also, ja, finde ich cool. Stabil. Irgendwie muss ich das ja aushalten. Ich finde es ehrlich gesagt, also so rein optisch ist das Spiel schon deutlich gruseliger als Phasmo. Ja. Aber zumindest hübscher, das ist richtig. Gruseliger würde ich jetzt noch nicht sagen. Es ist hübscher, das auf jeden Fall. Die Frage ist jetzt das halt hier nur, ist auch, also das hier ist auf jeden Fall ziemlich cool hier. Mit ich glaube, hier drüben gepinselt. Ich leuchte ihn mal heim, Herr Streamer. Ja, das ist schön. Ich finde es immer noch lustig, dass ich das in der Kakerlake mit mir rumschleppe. Ich habe einen Generator. Noch lustiger finde ich das. Der ist nicht kaputt, wir können fliehen. Okay, falsches Spiel, aber gut. Hier geht's nicht hoch, okay. Was? Da ist eine Tür. Verdammt. Ja, ich sehe nichts. Das ist mein Problem. Ich sehe nur das, was angeleuchtet ist. Deswegen leuchte ich in die Richtung, wo die Tür ist. Ah, okay. Okay. Hätte mal jemand aufräumen können? Ja. Das war ich. Ja, stimmt. Alter. Es gibt Licht, unglaublich. Das Gruseligste ist bisher dieser Pott hier. Welcher? Der da? Ja, der ist gruselig, das stimmt. Ich hätte Wackelaugen drauf gemacht. Ja, das wäre gut. Und diese Mikrowelle, die so aussieht, als ob sie. Wow. Seit den 70ern niemand mehr. Kam das her? Ich habe da jemand. Dort hinten, wo das Sofa oder das Klavier, was immer das ist, auf der Treppe steht. Der Klavier. Mutter, wir danken dir. Genau. Ich glaube, das gehört zu. Das ist ganz normales Klavierverhalten. Immer dann. Mach doch mal einer das Licht an. Wir haben Licht. Such mal den Lichtschalter. Ich suche den Lichtschalter. Danke fürs Gespräch. Ich gehe mal zurück ins Licht und warte, bis ihr im nächsten Raum das Licht angemacht habt. Guck mal, da ist eine interessanter Schatten auf diesem Bild. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Das gehört so. Sicher? Ja, wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, was du machst. Also bei uns läufst du noch, aber. Okay. Ich habe einen Lichtschalter gefunden. Dex steht bei mir auf der Stelle. Tschüss, Dex. Bei mir läuft er noch. Und irgendjemand
Ah, jetzt hat hier. War das nicht gerade schon an? Gibt es hier noch mehr Lichtschalter? Ich habe hier drüben im. Also in meiner Richtung? Ja, Dix ist weg. Oha! Sich bewegende Schubladen. Spooky! Ja, nee, hier ist auch Lichtschalter gewesen. Unglaublich. Ich kann ja mal hier das Pornolicht anmachen. Also ich habe zumindest keine irgendwas. Oh, guck an. Da hat jemand wohl eine Kreuzigung beobachtet oder so ähnlich. Zumindest der Anzahl der Kreuze nach. Oder da steht jemand auf. Ich brauche auch Malta. Auf. Oh, der Geist wirft Sachen durch die Gegend. Poltergeist, ganz klar. Oh, ja, Handabdruck. Handabdruck. Ja. Kann man das jetzt irgendwie. Ja, du kannst J drücken und kannst bei den Evidences. Fingerprint. Fingerprint einhaken. Genau. Ach. Oh, hi. Und der Otter wurde angeghostet. Immer wenn es eher. Eigentlich klang das eher nach gefressen, aber egal. Mir geht's gut. Mal Licht mal wieder an. Ich habe eben den Geistraum gefunden, oder so ähnlich. Hm, vermutlich. Jo. Hi. 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 Ich hab, wir sollten versuchen, ein Foto zu machen, aber irgendwie. Ich habe keine Fotoapparat. Ich habe hier dieses komische Tödlings. Was auch immer das ist. Ich würde gerne diese Staffelei abstellen, aber ich kann nicht. Mit G viel? Also ich habe sie mit G weggeschmissen zumindest. Da steht sie nun zumindest. Ah, mit Mausrad kann man das Ding dann drehen. Hi. So. Tollomat. Und ich glaube, irgendjemand atmet schwer. Das könnte ich sein. Also würde ich mal Freezing Temperatures vermuten. Ja, das ergibt dann ja. Würde ich auch vermuten. Also wenn ich halt rückwärts laufe, da hinten in der Ecke sehe ich meinen Atem. Naja, also hier sind auch Schwaden. Definitiv. BB-Dex. Der steht auf dem Otter, oder? Ja. Tja, wenn nicht. Ich habe noch mehr Licht gefunden. Ja, da müssen wir. Okay. Revenant, Agash, Oni oder Ghoul? Hört ihr mich? Wir hören dich. Ja. Nein. Okay. Spiritbox, Freezing Temperatures. Wenn der Rechner neu startet, verbindet sich Discord gleich wieder zu demselben Channel. Ja. Das Spiel neu starten. Easy Canvas Drawing. Ich möchte mal dieses charmante Drehding sie umpositionieren. Ja, bitte. Ja, ist gut. Ja, doch. Wenn du G gedrückt hältst, kannst du es mit dem Mausrad drehen. Das ist gut zu wissen. Ich würde nämlich ganz gerne. Ah. Ist jetzt mal gut. Jetzt siehst du aber anders aus. Von? Ja. Ich gehe mal raus. Wenn ich raus. Ja, tun wir das. Wenn ich rausfinde. Warte doch gerade, warum sie auf Steam alle geschrieben haben, dass die Jumpscares so scary und überhaupt sind. Ach. Das war ja der Grund, warum ich gesagt habe, wir können es mal spielen, aber. Die sind halt alle nicht Phasmo gewohnt. Ja, es ist ein bisschen detailreicher als Phasmo, aber nicht gruseliger. Nee. Es ist, also muss man schon, es ist insgesamt schon ein bisschen more spoopy, aber. Lieber Schwab. Ach, gucken wir mal. Eine Sache, die ich direkt quasi an Satz-Chat an der Stelle richten muss. Man kann hier nicht aufräumen. Richtig. Das Feature fehlt hier. Downvote. Aber sowas von Downvote. Oh, übrigens, Downvote. Der Otter und ich haben noch ein wenig Sanity. Also von daher. Hm. Ich glaube, dann müssen wir jetzt mal tatsächlich deinen Kofferraum plündern, ne? Mhm.
Kann man da was rausholen? Ich habe keine Ahnung. Aber hey, in Phasmo ist es ja auch Alkohol. Ja. Und Pillen. Und überhaupt. Nee. Nee, geht nicht. Okay. Schade. Downvote. Ich kann den Alkohol, den sie gibt, nicht trinken. Not recommended. Aber zurück zu dem, was ich da gucken wollte. Ja, mal gucken, ob ich jetzt wieder joinen kann. EMF Level 5 wäre noch ein Uni, wie man auch das EMF Level bestimmen kann. Aber der reduced zumindest Sanity recht hart. Der ja, das können wir wohl so bestätigen. Dann haben wir noch den Revenant, der Easel Canvas Drawing braucht. Very dangerous, unpredictable ghost. Regardless of your sanity, it can hunt you down. If it feels like it. Ich glaube, der ist wahrscheinlich nicht drin. If they decide to stay calm, they make it easier for you to find it. Okay. Was kann denn dieser Gash? Also scheinbar bin ich in der Lobby, aber ich bin jetzt halt im Haus und warte auf euch. Ja, koch doch schon mal ein paar Eier. Ich mach mir mal ein Ei. Ja. A Gash is a ghost that feeds on cold environments. If an Gash decides to hunt, you can see it, its breath. It moves much faster in cold environments. Its movement may slow down in warmer environments. Okay. Und der Ghoul. Is known as a ghost who listens to the conversations between people. The words you choose are important to it. They can get angry and hunt if you swear. It will be calmer if you don't talk too much. Dafür bräuchten wir jetzt ein Spirit Box Response. Die Laberbox hatte doch Dex. Dreht. Ich hatte die. Okay. Ich habe hier mal ganz kurz den Field Guide aufgemacht. Und Cockroaches in particular are known to be sensitive to electromagnetic fields. Also das Teil mit Henry scheint wohl das EMF-Meter zu sein. Ah. Das hatte ich mir schon fast gedacht, aber ja. Gibt auch Sinn wegen den Fühlern. Das Feature fehlt in meiner Wohnung auch. Shit. Aber die Frage ist, anhand unserer Sanity, wollen wir da noch mal rein? Wollen wir es ausprobieren? Warte mal eine Sekunde. Some girl. Na, gefressen hat immer das Thema. Doch, der Snack ist ja schon weg. Auch wenn das. Und ich wurde nicht mal gesnackt. Ja. Aber auf der anderen Seite, ich sollte vielleicht überleben, damit wir Ausrüstung kaufen können. Natürlich. Okay. I am super special. Bilderrahmen für jeden. Du kriegst einen Bilderrahmen. Willst du nur eine Katze kaufen? Ja, klar. Okay. Wo ist denn das lustige Glas? Das du hattest. Das liegt satt. Hier direkt unter dir. Dann nehme ich mir mal ganz kurz kackendreist eine Lampe. Und dieses Glas. Weil dann würde ich nämlich nochmal eingehen. Okay. Henry auch drin? Henry liegt auch drin. Der liegt im Flur hinter der Küche. Genau. Weil dann gehe ich mich mal gucken und falls ich dabei drauf gehe, naja, ne, du überlebst ja. Okay. Das sollten wir öfter so machen, glaube ich. Also, das du kannst ja, wenn du möchtest, in der Zwischenzeit mal einen detaillierteren Blick in den Guide werfen. Auf der zweiten Seite ist nämlich schön erklärt, was die einzelnen Dinge tun. Und das dann vielleicht auch mit dem Strom teilen, mit dem Stream. Dass ja, Menschen gut wissen, was wir tun. Das hätte ich jetzt einfach so mit rausgefunden, wie wir es rausgefunden hätten, so ungefähr. Ja, oder so. Du sagtest, das Glukosekartchen. Ja. Liegt im Flur hinter der Küche.
Genau, da wo Dex halt despawned ist. Ansonsten, ich weiß ungefähr, wo es liegt. Ich schnapp mir jetzt einfach mal. Ach, da wo Dex despawned ist, das ist. Die Laterne. Oh. Was passiert? Okay. That's nice. Im schlimmsten Fall müssen wir halt noch eine Runde machen, bevor wir Ausrüstung kriegen. Bist du eigentlich eine... Nein, du bist eine Kerze. Schade. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ja, und ich glaube, der Geist sagt mir gerade, ich will da nicht rein. Ach, mit mir hat er auch gerade... Oh, es ist ein Multifamilie. Okay. Bei den Briefkästen, okay. Okay, ich nehme meine Aussage zurück von wegen nicht spooky. ja, läuft. Funktioniert. Okay. Parkt mal die 5 an. Und wir haben ein Evidence M5. Oh, es ist ein Oni. Das hätte ich auch so vermutet. Mhm. Und And I'm dead. Ja, du kannst nichts mehr einchecken, okay. Ja. Mir sagt das schon, dass du nichts mehr einchecken kannst, weil und so weiter. Gut. Dann ist jetzt die Frage, optional Dinge, take a photo, have a ghost glow on torches. Boah. Ich will die nicht machen, ich möchte wieder nach Hause. To exorcise the ghost, find Brianna Hopkins' 5 missing fingers and place them in the ritual area in the basement. Ich glaube, das geht nur, wenn man auch die optionalen gemacht hat, oder? Weil das ist ja immer noch ausgegraut. Ja. Also die Basement-Tür ist jetzt offen. Eine andere Frage. Wo müssen wir zum Auto zurück, um zu verschwinden, oder? Ah, man kann die Autotür. Ja, since the living players are not in the area, you cannot return. Okay. Going back to safe house, are you sure? Ja. Ah, ich bin in deinem Kopf. Ja, vor allen Dingen, ich habe thanks for playing. Ist ja kein von euch Demo, hier. Unique new map items, bla bla bla, by now quit game. Das war alles, was ich tun konnte. Ich muss Ach, so das Spiel neu starten. Mal sehen, ob meine Lobby noch offen ist. Nein. Nee. Bin gerade rausgeflogen. Same. Aber ich habe 12 Millionen neue Fenster in meinem Browser offen, die sagen, hier, kauf das Spiel dort. Das ist sehr Und wenn ich sage, 12 Millionen Dinge, dann meine ich 12 Millionen Dinge. Hier ist übrigens das Intro von dem Spiel. Ohne Mauszeiger, bitte. Ich mache dann jetzt gleich auch gerne mal die eine neue Lobby auf. Ghost Environments can hear you, bla bla bla. Thanks for playing. Bye now, quit game. Oh. War das okay. Eine kurze Demo? Das ist also eine sehr kurze Demo. Und ja. Super. Das tut mir leid. Ja, das ist gut. Kannst du ja nicht wissen. Die Frage ist, was passiert, wenn jemand anders eine Lobby aufmacht? Naja, dann könnt ihr wahrscheinlich spielen. Ich kann das Spiel aber nicht mehr spielen. Ich kann es Ach so, du kommst gar nicht bis zum Safehouse. Richtig. Schau in den Stream. Ich sehe genau das, wenn ich das Spiel starte und das war's. Cool. Ich hätte gerne dieses Spiel nochmal gestartet und die Demo nochmal gespielt. Okay. Kann aber nicht. Schön. Well. Gut. Was spielen wir weiter? Ja.
oh, jetzt hat es mich tatsächlich aus dem Spiel rausgeschmissen und bei mir sind auch, Zitat satt, 12.000 Dinge aufgegangen. Ich soll das Spiel kaufen. Mhm. Gut, ich gehe jetzt in die Seite direkt. Wir können jetzt natürlich einfach mit Phasmo weitermachen oder wir können was anderes nehmen oder. Aber grundsätzlich. Warte mal, was gibt's denn doch? Wäre es eine Option, so, würde ich behaupten. Unreal, wir sollten Fuzzy World spielen. Überzeugt jetzt aber nicht, es zu kaufen. Nee, das nicht, aber ich würde es tatsächlich. Also es sieht, also ich finde, es ist ein bisschen besser gemacht als Phasmo, auch mit denselben, obwohl es eigentlich dieselbe Spielmechanik ist, aber. Ja, also es ist jetzt zumindest nichts, was ich ablehnen würde, grundsätzlich. So. Recommended for you. Ist da was dabei? Elden Ring, willst du mich? Nein. Also was ich gerade noch installiert hätte, wäre Phasmo und Deep Rock Galactic. An Multiplayer-Sachen. Ja, gut. Factorio natürlich. Ja, da wird gerade ein Update installiert. gibt's ein. Ja, wir können auch DRG spielen, also. Oder Bar, mir ist das egal. Ja, auch. Du bist der Streamer, du entscheidest. Liebe Zuschauer, was möchtet ihr sehen? Warte, man kann doch da. Hier, wie geht denn das? Genau. Irgendwo. Da ist das gar nicht. Wo ist denn das? Kanalmodi? Ach, okay. Abstimmung. Wolkenfrage. Ja, so. So, machen wir das doch mal für die nächsten 3 Minuten. Könnt ihr jetzt einfach mal abstimmen, was ihr als nächstes hier auf diesem Kanal sehen wollt. Und zwar gleich im Anschluss.